und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ja, und das ist ja der brandneue Jahreskatalog 2020-21 von Stampin'-Up. Und ich wollte euch einfach eine neue Idee auch zum Katalog auch noch mit zeigen. Ich darf euch den ja leider nur einmal hier von vorne zeigen, das Cover. Und genau, ich war auf die Ideensuche, machen wir es mal so und ganz kurz, ohne dass ich jetzt ganz groß aushole, auf einer Ideensuche für einen Katalog-Goodie. Also meine Kunden und meine Bastlerinnen, die bei meinen Workshops kommen, kriegen den Katalog ja kostenlos. Wenn ihr den noch bei mir bestellen wollt, alle anderen sozusagen, dann meldet euch einfach bei mir unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com. Alle anderen, wie gesagt, die bei mir schon Kunde sind und bei meinen Workshops waren, die kriegen den kostenlos zugesandt, ganz automatisch, also da braucht ihr nichts weiter unternehmen. Und bei mir ist es ja so, dass es immer, ja, ich sag mal, so ein kleines Katalog-Goodie mir dazu gibt. Ja, und da war ich so ein bisschen auf Ideensuche und die Ideen wollte ich euch heute vorstellen. Und zwar wollte ich was machen mit den neuen, wunderschönen In-Color-Farben. Also ich zeige euch die mal. Das ist hier einmal Hummelgelb, ein ganz warmes, ich weiß nicht, ob es über die Kamera jetzt rüberkommt, ein ganz warmes Gelb ist das, also ganz schön. Dann einmal ein ganz kräftiges, peppiges Magenta-Rot. Dann haben wir hier einmal Zimtbraun. Das habe ich schon verwendet bei meinem letzten Video und habe die Maulwurfbox gebastelt. Also es ist so ein ganz ja, weiches, helles Braun. Ich glaube, die Kamera fängt leider gar nicht so ein. Es ist viel schöner in Natura, wenn ich das so vor mir sehe. Dann haben wir hier ein ganz tolles, weiches Abendblau. Und Aventurin heißt die fünfte Farbe. Und die sind ja immer zwei. Jetzt steht die Kamera nicht scharf. Die sind ja immer 2 Jahre gültig und das sind jetzt eben die neuen Farben. Also ganz toll. Und mit denen wollte ich unbedingt meinen Katalog-Goodie machen. Und ich wollte verwenden, ich zeige es euch mal, habe ich es hergelegt, das neue Set Zauberhafte Grüße. Und ich habe euch das beim letzten Video schon mal vorgestellt. Also da gibt es ganz tolle Zweige und Blüte zum Stempeln. Und ganz tolle Sprüche, die auch eine ganz schöne Schrift haben. Einmal so ein bisschen verschnörkelt und dann aber auch wieder so ganz geradlinig und ganz tolle Sprüche. Du bist mein Lieblingsmensch. Zusammen ist alles schöner. Kleiner Aufmunterer für dich. Also was jetzt, ich sag mal, so unsere Zeit gerade passt. Von mir für dich, weißt du was, du bist zauberhaft. Dem Auge fern, dem Herzen nah. Großes Dankeschön. Und da, das wollte ich verwenden. Ich lege es mal so ein bisschen seitlich und spiegelt so mit meinem Licht. Und dann wollte ich noch verwenden die neue Stanze zauberhafte Anhänger. Hoppsala, jetzt spiegelt es. Ich glaube so. Sieht man es. Und zwar ist es so eine, ja, ich sag mal im Endeffekt 6-fach Stanze. Und zwar gibt es da, ich glaube, so sieht man es ganz gut, Einschub ja, oder Arretierungen oder Schienen, wo man immer dreierlei Breiten hier einmal reinlegen kann. Und hier auf der anderen Seite auch. Und das macht hier, ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu arg. Also die gestrichelten Linien zeigen auch diese Größe hier an oder diese Breite und die machen immer ein anderes Abschlussbordüre, sage ich jetzt mal, von meinen Etiketten. Und da passen eben, das ist ein Set, das gehört auch zusammen, und da passen diese Sprüche ganz wunderbar auch von der Größe herein. Genau, und das wollte ich verwenden in Colors. Und wie gesagt, dieses Set. Und ich zeige euch mal, was rausgekommen ist. Dann ist diese Karte rausgekommen. Ich zeige es euch mal von nah auch nochmal. Also so ein richtig frühlingshaftes Blütenbouquet. Ich habe hier das Zimtbraun im Hintergrund. Hier diese Text bzw. diese Etiketten alle mit dieser neuen Stanze eben. Und in verschiedenen Größen, einfach damit man es sieht. Das hier ist noch geprägt. Das zeige ich euch gleich. Und ja, es ist so eine richtig schöne, frühlingshafte Karte und ich werde sie leer verschicken. Und jetzt fragt euch bestimmt, warum. Und zwar, das ist eine ganz ja, tolle und zauberhafte Idee, was auch wieder zu meinem Stempelset, zauberhafte Grüße natürlich passt. Und zwar
Auf unserer Demonstratoren-Website habe ich einen Beitrag gesehen von einer amerikanischen Kollegin, die leere Karten an ihre Freunde, Bekannten und Kunden verschickt. Mit der Bitte oder mit der Aufforderung dazu, mit dem Wunsch, diese Karte, gerade mit so einem tollen Spruch auch drauf, was, wie gesagt, gerade in unsere heutige Zeit auch so toll passt, einfach an Menschen zu schicken, die ihnen wichtig sind, denen ja, sie was mitteilen möchten, denen sie danken möchten. Und die Idee fand ich so toll, also so richtig herzerwärmend, dass man gedacht hat, da passt so eine frühlingshafte Karte und einfach den lieben Gruß, das werde ich mit zu meinen Katalogen packen, einfach einem lieben Menschen eine Freude zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in unserer heutigen Zeit. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Karte macht. Und zwar habe ich mir vorbereitet eine Grundkarte. Die Länge ist ein DIN A4 Bogen 29,7 mal 10,5 cm in der Breite, also die Hälfte, und bei 14,85 cm gefalzt. Das ist der extra starke flüsterweiße Farbkarton. Dann habe ich mir eine Mattung in Zimtbraun geschnitten in, wo habe ich jetzt meinen Spickzettel? Moment, dass ich euch nichts Falsches sage. 14,35 mal 10. Das geht einfach so raus mit diesen bisschen krummen Maßen, weil ich einfach hier nichts abgeschnitten habe und eben den ganzen Bogen genützt habe, einfach damit ich auch wenig Verschnitt habe. Und so kriegt man eben zwei Grundkarten von einem DIN A4 Bogen super raus ohne Verschnitt. Und das klebe ich mir gleich mit Abstandsklebepads hier einmal auf. Dann ist das schon mal weg vom Basteltisch und kann nicht mehr stören. So, genau. Und dann habe ich hier einen Aufleger, flüsterweißen, das ist der ganz normale flüsterweiße Farbkarton in 13,85 mal 9,5. Und den bestempeln wir jetzt. Und ihr seht schon, ich habe mir hier Markierungen hergemacht. Und ich lege mir das hier in meine Markierungen rein. Ich habe da dieses, ich sage mal, dicker gedruckte Kreuz hier als meine Mitte genommen, weil ich natürlich hier dieses Blumenpüree so ein bisschen mittig ausrichten möchte. Und ich habe hier ja im Hintergrund diesen Streifen hier in Aventurin noch und den habe ich eben genau in die Mitte geklebt. Genau. Und dann bestempel ich mir das. Nachdem leider die Stempelkissen von den neuen InColor-Farben noch nicht erhältlich sind, habe ich mir jetzt welche gesucht, die einfach jetzt dazu passen und gut harmonieren. Ist vielleicht auch ein toller Tipp für Farben, die mit den neuen InColors auch ganz toll harmonieren. Und zwar habe ich mir da einmal genommen Aquamarin, Minzmakrone, Safrangelb, Farbengrün und Wassermelone. Die mache ich mir jetzt kurz mal alle auf. So, also ich habe alle mal aufgemacht und ich habe mir die ganzen Stempel, die ich verwende, auch schon auf Stempelblöcke gesetzt. Und zwar fange ich hier mit dem Zweig hier an, und zwar in Minzmakrone. Und jetzt kann ich mich eben hier gut an diesem Strich hier orientieren, wo ungefähr die Mitte ist, dass ich einfach hier auch ein bisschen weiß, wie weit ragt es ungefähr raus. Und dann mache ich mir oben zwei und unten einen hier. So, ich mache das hier dazu, damit es nicht austrocknet. Dann habe ich mir Aquamarin genommen mit diesem Zweig hier. Und den setze ich mir jetzt einfach hier mit her. In der Mitte kann das ruhig ein bisschen überlappen, da kommen ja die ganzen Etiketten noch drüber. So. Dann nehme ich mir Safrangelb mit dieser Blüte hier. Und die mache ich mir jetzt einfach hier so ein bisschen dazwischen. Hier schon wieder ein bisschen übersichtlicher. Dann habe ich hier diese kleine Blüte, die mache ich mir in Farngrün. So, an der Seite. Das ist so ein bisschen meine, ich sag mal, Füllung hier auch. Mal schauen, wie weit das hier jetzt dann rauskommt. Genau, ich kann da noch ein bisschen was drüber stempeln. Und vielleicht hier. Und dann mit dem Magenta, da setze ich mir jetzt hier
noch ein paar Blütchen hier. Da schaue ich jetzt einfach mal, wo mir was fehlt. Da rein noch. Genau. Dann ist das hier schon mal fertig und dann kümmern wir uns um unsere Etiketten. Und da habe ich noch so einen kleinen Tipp, also mit der Stanze. Ich lasse mal das hier so liegen. Also das Aventurin, das mache ich mir hier in die Mitte. Da habe ich mir nur einen Zentimeter breiten Streifen geschnitten, mal in der gleichen Kartenbreite hier wie das Flüsterweiß. 13,85. Genau. Und dann haben wir hier unsere anderen. Und zwar mit dem Blauen, der hier jetzt drüber kommt. Das ist dieses Abendblau. Da habe ich mir einen Streifen geschnitten. Und zwar ist der 13 cm in der Länge und in der Breite 1 Inch. Ich zeige euch mal die Stanze. Also laut Katalog sind es eben 1,3, 1,9 cm und 2,5. Das sind diese drei verschiedenen Breiten. Und in Inch-Angaben 1,5, 3/4 und 1 Inch. Ich schneide mir das, nachdem ich jetzt ein bisschen rumprobiert habe, das auf Inch. Das zeige ich euch gleich beim Stanzen, warum. Und diesen Streifen, den prägen wir uns nur noch kurz. Und zwar nehme ich da meine Big Shot einmal zur Hand. Und da habe ich verwendet, auch aus dem neuen Katalog, die Prägeformen Blattgrün heißen die. Das sind zwei Prägeformen hier. Da vorne sieht man es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Eine hat so ganz kleine Blätter und eine hat eben ganz tolle Blätter hier. Und zwar reichen die oder ragen die von oben und von unten hier. Und das ist diese Prägeform hier. Und da lege ich mir meinen Streifen ein. Ich mache jetzt sogar ein bisschen schräg, weil ich möchte, dass der diese kleinen, sieht man das hier? Was sind denn das? Knospen, sage ich jetzt mal, noch mit drauf sind. So, dann lege ich mir den hier ein. Und dann habe ich meine Big Shot aufgebaut, einfach die Grundplatte. Dann eine Acrylplatte, da lege ich mir jetzt meine Stanzform drauf. Und dann nochmal eine Acrylplatte drüber. Und kurbel mir das, upsala, einmal durch. So, jetzt hat es geknirscht, da habe ich mir meine Platte hier schräg hergelegt. So, und dann schauen wir mal, was rausgekommen ist. Also das ist ein ganz tolles, erhabenes, ich weiß nicht, die Kameras fängt das, glaube ich, jetzt nicht so ein. Also das ist richtig schön erhaben, diese Blätter. Ihr könnt jetzt natürlich entscheiden, ob ihr den Negativ- oder den Positivabdruck wollt. Ich möchte jetzt hier dieses Erhabene. Genau. Und dann gehen wir schon mal zum Stanzen. Also das ist eine Stanze, die eigentlich so am Tisch steht. Und wie gesagt, da habe ich jetzt euch einen kleinen Trick. Und zwar, wenn ihr das in Zentimeter schneidet, ich zeige euch das mal am Papierschneider. Und zwar 2,5 zum Beispiel, das ist die breiteste Größe, was ich jetzt auf das Blaue geschnitten habe. Das ist ja so ganz, hoppsala, jetzt bin ich aus dem Bild. 2,5, das ist ja so ein, ich sag mal, so ein Rucker kleiner als 1. Und so ist es auch mit den anderen. Die mittlere Größe ist ein 3/4 Inch, das wäre hier. Und das ist angegeben bei 1,9. Also das ist immer so ein ruckerle Unterschied. Und das merkt man leider hier an der Stanze. Also ich würde euch raten, schneidet euch die Breite von dem Papier einfach in Inch. Und dann könnt ihr euch das hier super einlegen. Das flutscht hier nach vorne. Und ich zeige euch jetzt auch warum. Dann schiebt ihr das einfach hier gerade nach vorne. Weil wenn ihr das ein klein wenig kleiner macht. Seht ihr das? Hier vorne ist natürlich die Schiene zu Ende und dann rutscht euch das so hin und her und dann gibt es hier keinen sauberen und gleichmäßigen Abschluss. Also ihr schiebt das jetzt einfach geradeaus hinter, könnt dann stanzen und dann habt ihr hier auch, ne, mag es jetzt scharf stellen, wirklich einen gleichmäßigen
Abschluss. Vielleicht tut er euch sogar noch ein bisschen leichter, wenn ihr vor dem Prägen des Papiers standet. Ich glaube, das geht noch besser, aber es geht auch, wie gesagt, nach dem Prägen ganz gut. Genau, und so mache ich mir das mit dem Magenta-Roten jetzt so. Da habe ich hier die 2D Größe und das kann ich mir auch ganz toll vorschieben und habe dann wirklich einen ganz gleichmäßigen. Genau. Und das Gelb, das habe ich mir schon mal bestempelt mit aus dem Stempelset, dem Auge fern, dem Herzen nah. Genau, und da nehme ich jetzt hier dieses, das ist auch hier die mittlere Größe. Und dann habe ich hier auch ein ganz gleichmäßiges. Ich zeige euch das mal an dem Streifen. Genau, hier ganz gleichmäßig, den ich in Zentimeter zugeschnitten habe. So, den habe ich mir in Zentimeter zugeschnitten. Und dann merkt ihr jetzt gleich, das wackelt dann hier ein bisschen. Und dann gibt es eben... Na, jetzt steht Schiff. Dann seht ihr hier immer so eine kleine Kante, weil natürlich das nicht ganz... regelmäßig drin ist. Und wenn ihr das in Inch schneidet, passiert euch das überhaupt nicht. Also das ist so mein Tipp zu dieser Stanze. Dann habt ihr nämlich wirklich richtig viel Freude dran, weil die ist wunderschön mit diesen Abschlüssen hier. Genau. So. Und dann setzen wir unsere Karte im Endeffekt schon zusammen. So. Da nehme ich mir meine Markierungen wieder und da kann ich mir jetzt eben richtig schön hier an dieser Mittellinie, sage ich mal, mein Aventurin-Streifen aufsetzen. Da mache ich mir nur einmal Flüssigkleber hinten drauf. Richte mir das hier nochmal aus. So, dann habe ich das mittig hier. Dann meinen geprägten mache ich mir hier auch einmal drauf. Da kann ich mir hier an diesen an dieser Ausbuchtung sozusagen orientieren. Und dann, hier habe ich es so ein bisschen verschoben. Ich habe das jetzt immer so ein bisschen abhängig davon gemacht, wie mir hier diese Prägung auch gefallen hat. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Also das, die Knospen, die sind jetzt leider hier im Hintergrund, aber das macht nichts. Das setze ich mir jetzt eben auch mit Flüssigkleber einmal drauf. Wie gesagt, ihr könnt das auch ganz mittig machen. Ich mache es jetzt ein bisschen versetzt. So. Dann sieht man einfach auch mal den Unterschied. Und das Gelbe habe ich mir mit Dimensionless aufgesetzt. Diese 3D-Abstandsklebepads. So. Und das habe ich mir jetzt da so mittig auf dieses Magenta-Rote gesetzt. Genau. Und dann kann das im Endeffekt schon mit Mehrzweckflüssigkleber hier auf unsere Mattung. Ich finde, der zimtbraune Hintergrund hier, der bringt noch so ein bisschen Ruhe in diese Karte und die ist so richtig schön frühlingshaft. Also ich finde die echt toll. Dann habe ich mir hier noch ein Schleifchen hergeklebt und zwar hatte ich da von der Celebration noch diese gelbe Kordel, die ja mit Goldgarn hier noch umwickelt ist. Und da habe ich mir einfach ein kleines Schleifchen gebunden und das mache ich mir jetzt einfach mit einem Mini-Klebepunkt fest, den rolle ich mir einfach so ein bisschen zusammen. Upsala. Ich mache jetzt hier aufs Magenta-Rote. Und dann kann ich mir hier diese Kordel hier noch aufbringen. Mir macht das jetzt überhaupt nichts aus, wenn sich die so ein bisschen rollert, weil die ja hier auf der Rolle ist. Deswegen dröselt sich die immer ein bisschen. Aber ich finde, das bringt gerade noch ein bisschen Schwung hier so in die Karte rein. Und dann habe ich mir noch Strassschmuck genommen und habe mir hier einfach noch ein paar Akzente drauf gesetzt. Einfach, das schaut einfach, wo es noch ein bisschen leer ist, wo es noch ein bisschen Fülle braucht. So, genau. Hier gleich noch. Genau. Und dann ist die Karte im Endeffekt fertig. Ah, innen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn alles so ganz nackig weiß ist. Da habe ich mir noch diesen einen Zweig hergestempelt, diesmal in Fadengrün. Dann hat es einfach, innen wiederholt sich das Ganze nochmal. Genau, das ist so meine Idee zum Katalogstart und
Also mein Katalog-Goodie eben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Die Maße und verwendeten Materialien mit den Bestellnummern gebe ich noch unten in die Infobox und ihr könnt gerne die tollen Sachen von Stampin' Up! Über mich bestellen. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht Kunde bei mir seid, könnt ihr auch den Katalog gerne bei mir bestellen. Einfach eine kurze E-Mail schreiben. Genau. Und dann sage ich schon Tschüss und bis bald zum nächsten Mal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo und einen Daumen hoch da lassen würdet. Also, bis bald. Ciao.